Willkommen zurück zur zweiten Folge von dem DLC zu Resident Evil 8 Village Shadows of Rose. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday und wir legen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind letztes stehen geblieben, als wir ja mehr oder weniger entkommen sind und haben herausgefunden, dass der Duke im DLC wahrscheinlich der Böse ist. Und genau da werden wir jetzt mal schauen, ob wir diese drei goldenen Masken finden, die wir suchen müssen, um an den Kristall ranzukommen. Und ja, legen wir los. So, jetzt natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Da ist was Böses, was uns wahrscheinlich nicht durchlässt. Das ist hier. Statue der Jünger, genau. Allerdings sieht man hier bis jetzt keine roten Bereiche. Wir erkunden einfach mal das Schloss weiter. Komme ich hier durch? Ich meine, dann kam das Spiel raus, ich glaube voriges Jahr, und jede Erinnerung habe ich jetzt auch nicht mehr, weil dazwischen kamen so viele Spiele. Was haben wir hier? Okay. Ich präsentiere jenen, der die Wahrheit mit drei Augen sieht. Hier muss irgendwas rein. Oh, da ist noch eine Schrotflinte. Es gibt doch mehr Waffen als Pistole. Okay. Versuchen. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Bolzenschneider. Den haben wir noch nicht. Munition, das nehme ich gerne. Die lade ich eigentlich nochmal nach, so. Okay. Das DLC hat übrigens auch nur drei Schwierigkeitsgrade, leicht, normal und Veteran. Ich spiele jetzt im Moment auf Veteran. Quatsch, normal. Veteran. Hey. Andauernd zu viel sterben, habe ich irgendwie auch keine Lust. Schnell. Uncool. Machen wir nicht so Stress. Na? Ganz vergessen, wie schwer es ist, in dem Spiel zu zielen, ey. Ha. Ist hier auch was fallen? Sieht nicht so aus. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie es mit Munition aussieht. Ob man hier genug kriegt oder ob man eher sparsam umgehen soll. Man hätte auch einfach vorbeilaufen können, denke ich mal. Hier haben wir einen Bolzenschneider. An der anderen Seite verschlossen. Jetzt sehen wir auch, dass es auch rot wird. Das ist in dem Gebiet noch was ich noch nicht eingesammelt habe. Sollte ich mir mal holen. Oh, hier, ja. Hier drüben. Da. Soll ich helfen? Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Was? Kann nicht. Also bin ich quasi allein? Toll. Oh, danke für die Muni. Mit, ich kann ja jetzt hier raus. Oh, will ich wirklich hier raus? Brauche ich den Bolzenschneider noch? Oh, der ist gar nicht mehr da. Hier wachsen überall diese ekligen runden Gebilde. Ich bleib mir natürlich den Weg. Material zur Herstellung von Objekten finden Sie ja, weiß ich. Ah, ist eine Maske. Was? Kern zerstören. Kern? Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Nutze deine Kräfte. Meine Kräfte?
Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Einzige Möglichkeit. Okay, gut. Aber wie? Was muss ich tun? Du brauchst Verstärker. Verstärker? Geh weiter durch die Tür. Also ich vermute stark, dass es ihr Vater ist. Der Kay am Anfang hat ja gesagt, dass dieses Fragment die Erinnerung speichert von den Verstorbenen in der Nähe. Und da ja Ethan in der Nähe gestorben ist, vermute ich stark, dass es ihr Vater ist. Bevor ich weitergehe, mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Wie Munition oder Kraut. Ach hier. Okay, das kriege ich noch nicht weg. Hinten braucht man irgendwas. Hier geht's nicht lang. Irgendwie ist es da rechts und links bewegen ein bisschen langsam. Moment mal. Kamera. Kamerageschwindigkeit ein bisschen höher. Nee, das lassen wir mal so. Ja. Das hier. Braucht man anscheinend irgendwie ein Auge. Okay. Merken wir uns mal. Wird das markiert? Ja. Einäugige Tür. Auf jeden Fall gibt es hier noch was. Das könnte das der Vogelkäfig oder die Maske sein. Ach, das ist einfach nur eine Vase, die ich kaputt machen kann und was finde. Verstehe. Gehen wir mal durch die Tür. Die einzige, die geht. Da oben ist auch so eine Blume. Hier ist nix. Die stehen aber nicht auf, oder? Hallo? Hier brauchst du drei Augen. Verschlossen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das DLC geht. Munition war das, gell? Chemikalien fehlen noch. Ah, hier kommt wieder Erinnerung hoch. Dachte ich mir, dass ich Chemikalien finde. Habe ein paar nützliche Kombinationen rausgefunden, ja. Wissen wir ja. Nehmen wir mal Munition her. Da man ja immer so gerne daneben schießt, sollte man immer genug Munition haben. Links oder rechts? Guck mal hier lang. Nee. Beide wären jetzt uncool gewesen. In Ruhe. Wir haben echt vier Schüsse. Ah, ich dachte, ich hätte sie retten können. Die Suppe hier. Und cool. Ich will eigentlich auch nicht jeden killen. Nur drei Schuss. Nicht cool. Ah ja, chill du mal. Überall diese Pflanzen. Da gehe ich auf keinen Fall durch.
Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Ah. Muss das Spiel eigentlich so dunkel sein? Ich meine, ihr seht es, glaube ich, ein bisschen besser als ich. Drei Kugeln noch. Ich kann doch nicht mal einen besiegen. Hier ging es jetzt, glaube ich, auf den Turm, oder? Yep. Ob Lady Dimitrescu auch noch vorkommt? Okay. Cool. Das. Ich glaube, ich habe den Verstärker gefunden. Ich habe einen Weg gefunden, eine gravierende Digitalisierung von Teilen des Mitamycen-Werks herbeizuführen, indem ich eine störende Kraft einbringe. Die zur Kommunikation benutzten Autoinduktoren blockiert. Gut. Beispielsweise beginnt die Sklerotin, die runden, kernähnlichen Mizelkörper auf zellulärer Ebene zu brechen und eine derartige Störung ganz zu verfallen. Ah ja. Baut. Können wir auch nochmal herstellen, ne? Brauchst du auch Chemikalien, ne? Dann Munition. Ist mir erstmal wichtiger als Heilung. Die können wir speichern. Nehmen wir erstmal den RW-Variante Behälter 1. Kommt mir bekannt vor. Und was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren. Konzentrieren? Okay. Mich anders. Kern benutzen. Probier es aus. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Im Innenhof zurückkehren. Aber erstmal speichern wir. Wir kriegen jetzt eh Gesellschaft. Wetten? Ja. Hier fokussieren. R1 Pilzkern zerstören. Das ist eine praktische Fähigkeit jetzt. Und jetzt kommen Gegner. Wetten? Oh. Irgendwas zieht mich runter! Von dem Zeug halte ich lieber fern. Ich kann auch aus der Ferne, okay. Ich dachte, ich muss näher ran. Okay, verstehe. Habe ich unten rechts? Was soll unten rechts diese komische Schnörkeleien bedeuten? Hm. Habe ich oben alles? Da hinten ist noch was. Was ist denn da noch? Hier drinnen. Irgendwas übersehen. Und was? Hä? Hier ist doch nichts. Auf das Buch. Ah, hier. Blindfisch. So, dann gehen wir jetzt mal zurück zum Hof, um die Maske zu holen. Ich glaube, das war so nicht geplant. Aber okay, es hat keinen Schaden gegeben.
eine schnelle Art runterzukommen. Immer mehr von dem Zeug. Aus nun geht's nicht. Muss ich's halt beseitigen. Cool. Nur was? Nein. Gegen Besuch. Lass mal daneben schießen. Stimmt, ich hätte mal probieren können, ob ich das bei denen auch verwenden kann. Aber jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Ja, auch nicht mehr nötig. So, was haben wir hier? Was für die Waffe, oder? Großraummagazin. Naja, muss man ja kombinieren. Teil ausrüsten. Demi. 16 Schuss kann ich jetzt tragen. Mit Spezialzubehör können sie im Inventar Waffen ausrüsten, ja. Ist noch irgendwas? Hier darf ich noch nicht lang. Ach hier. Oh, ich krieg Munition, ich will irre. Und das war's. Geht da nicht lang. Man muss schnell ran. Dachte ich mir. Was war's hier? Gibt's nichts mehr zu holen? Muss Schlangen, oder? Ja. Kommt mehr, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ja. Und vorbei. Hier noch was? Nein. Hier bin ich noch gar nicht lange, oder? Achso, okay, war verschlossen. Okay. Was ist das? Das war was Größeres. Bronzemaske erhalten. Erstmal hier. Im Vogelkäfig. Ich habe Munition. Hey, Schießpulver. War das eben hier? Holzkampf? Untersuchung. Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Das heißt, dass im Keller unten auch eine Maske ist. Die einäugige Tür öffnen. Dazu brauche ich aber erstmal das Auge, oder? Okay. Bronzenmaske. Ja. Oh, na endlich. Das war Nummer 1. Gibt's doch immer noch was. Stimmt, die Vase oben.
Die hier. Jetzt war's das. Die eine Tür, die war doch hier. Aber in dem Raum ist noch was. Rest. Mach Pause. Irgendwas nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Warum nicht Nein. gehen? Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Nimm. Danke. Kannst du mir nicht einfach den Kristall hierher zaubern? Soll er hier noch sein? Hier, achso, ja, die Schrotflinte. Okay. Gehen wir mal zur einäugigen Tür, aber ich habe das Auge doch gar nicht, oder? Wir können ja mal schauen, was das Spiel uns sagt. Ja, wir brauchen erst das Auge. Okay, müssen wir das Auge erstmal finden. Das heißt, wir müssen suchen. Foto sagt uns aber auch nicht, wo das Auge ist. Keller. Ja. Ja, wir müssen nochmal in den Keller runter. Verstehe auch nicht so ganz, warum der Duke jetzt der Böse ist. Ja, da öffnen wir uns jetzt einen neuen Weg, okay. Nee, du bist falsch. Naja. Du musst hier rein. Er baut sowas. So, wir gehen mal hoch. Schauen wir erstmal hier oben. Hier ist auf jeden Fall noch was. Handgezeichnete Karte. Ey, wollte ich mal angucken. Da ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Das heißt hier lang. Energie aus. Ah, nicht so geil. Da oben. Sieh an, du steckst voller Überraschungen, was sagt ich? Aber ich glaube an diesem kräftigen Wurzel. Nee, da schieße ich nicht drauf. Der Schlüssel. Das ist uncool. Hier lang. Das ist schlecht. Anuna? Oh, ich bin eingesperrt. Ich bin vor diesen Kreaturen hier reingeflohen, aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein.
In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Ah, das ist ein Schlüssel und kein Auge. Okay. Es geht nicht zu wach. In der Kamin. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber da war eine Kiste. Wow. Könnte ich noch immer den Raum jetzt erkunden. Davor. Aber der Typ war böse. Hätte der mich getroffen, wäre ich, glaube ich, gestorben. Eine neue Kraft. Nimm das. Behälter 2. Dann scheint noch mehr davon. Was kann ich jetzt? Auf Gegner fokussieren. Ich kann die jetzt leben. Das war ich. Hab ich alles, ja. Das ist ja cool. Gegner lähmen. Das auch. Zweigweiser Salbei. Was ist das? Ein Zweig vom weißen Salbei, der etwas mit der Mycel-Kraft wiederherstellt. Er ist mit einer kristallen Substanz bedeckt. Ach echt? Okay. Jetzt muss ich hier raus. Ja geil. Sei vorsichtig. Also habe ich dieses Lehm, diese Lehmfähigkeit nicht unendlich. Schade. Oh, ich würde euch echt alle gerne killen, ey. Eieiei. Nix gut. Ich will hier erkunden. Lass mich durch. Einiger Schlüssel. Mal ein bisschen rein. Oh, jetzt kann ich es nicht nochmal verwenden. Aber man kann die gut umlaufen. Hier war alles. Oh. Hey, okay. Danke, dass du gewartet hast. Hier. Ah ja. Und hier müssen wir. Ein Gemälde reintun, was ich nicht habe. Okay. Wir uns hier oben nochmal um. Achso, das ist jetzt der andere. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Ach, da noch was? Das mit der R1-Fähigkeit, mit den Lehm, das hätten sie auch unendlich lang machen können, ey, echt. Ich musste diese Salbei finden. Warte mal, im Original war ja da hinten ein Speicherpunkt. Da schauen wir doch mal, ob der auch hier da ist.
War das hier? Nein. Man kann auch schnell drehen. Ach so. Mach mal auf. Hier war ja mal ein Speicherpunkt drin. Langsam wächst er mir ans Herz. Okay. Hier war der Duke damals. Schau mal hier. Kompensator gefunden. Okay. Macht sie mehr Schaden. Können wir erinnern. Ja. Aber hier ist anscheinend keine Schreibmaschine da. Nee. Aber wir sind eigentlich schon am Ende der Folge. Aber ich hätte trotzdem gerne erstmal einen Speicherpunkt. Natürlich nirgendwo mehr lang, weil überall die Suppe ist. Nicht cool. Heißt, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt einfach mal. Ne, hier ist doch eine. Ups, mal vorbeigelaufen. Gut. Ich würde sagen, das war's dann mit der zweiten Folge zum DLC von Resident Evil Village mit Rose. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.